Ja, liebe Zuhörer, es ist mal wieder Dienstagabend, 19:30 Uhr. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Heute Abend sollte normalerweise für die FN und auch natürlich für die Gesundheit online das Thema Impfung beim Pferd referiert werden. Das wurde aus technischen Gründen abgesagt bzw. umgelegt. In 14 Tagen wird es stattfinden. Heute bin ich dann kurzfristig mit einem Thema, mein Pferd hat Kolik. Was ist zu tun? Eingesprungen. Diese Fragestellung ist gerade jetzt in der Winterzeit, in der Zeit, in der dann häufig auch mal Schnee liegt, das Wetter schlecht ist, die Ausläufe für das Pferd in der Regel nicht ganz so frequentiert werden, die Belastung des Reitpferdes im Winter erfahrungsgemäß auch etwas sinkt. Was meistens nicht verringert wird, ist dann das Futter. Das heißt also, die Fütterung spielt natürlich bei der Kolik, ich übersetze Kolik einfach mal mit Bauchweh, doch eine erhebliche Rolle, sodass ja gerade in dieser Zeit auch eine, ich sage mal, große Inzidenz, also Anfälligkeit für diese Kolik-Problematik besteht. Wir wissen, dass wir jetzt in dieser Zeit doch häufiger mal zu einer Kolik gerufen werden, als zum Beispiel im Sommer, wenn die Pferde auf der Wiese stehen. Nun ist die Fragestellung ja immer, was tue ich, wenn mein Pferd nun Kolik hat? Und ich möchte gerne, bevor ich nun auf die eigentliche Erste Hilfe sozusagen rausgehe, Ihnen doch noch ein bisschen Information dazu geben. Denn ich denke, wenn wir so ein bisschen wissen, warum eigentlich das Pferd so kolikempfindlich ist und was die Faktoren dafür sind, dann ist es auch für Sie leicht, die ein oder andere Prophylaxe natürlich einzuleiten, beziehungsweise im Fall einer Kolik dann auch realistisch und vernünftig zu reagieren. Ich werde mich mal wieder klein schalten und komme natürlich nachher für die Fragestellungen wieder vor. Also, mein Pferd hat Kolik, was ist zu tun? Ganz kurz, einfach mal, um diese Situation nochmal zu umgreifen. Was kann eine Kolik verursachen? In der Regel ist es natürlich das, was in dem Magen-Darm-Trakt sich befindet, das ist das Futter. Und wenn das Futter in einer vernünftigen Menge, in einer vernünftigen Struktur vorliegt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Kolik zumindest deutlich reduziert. Was heißt in einer vernünftigen Struktur? Das heißt also, dass Pferde dafür gedacht sind, eine gewisse raue, sehr strukturhaltige Nahrung zu sich zu nehmen. Das feine Gras, das feine Heu, was vielleicht eher so für die Kaninchen gezüchtet wird, ist also für das Pferd gar nicht unbedingt geeignet. Das sieht zwar schön aus, fühlt sich schön an, riecht häufig auch natürlich sehr angenehm, ist aber rein futtertechnisch und für den Verdauungsapparat des Pferdes gar nicht geeignet. Was wir eigentlich oder was das Pferd eventuell präferieren würde, wenn es dann gefragt würde, wäre eher das etwas harte, schilfigere Gras. Was hat das zum Vorteil? Das hat zum Vorteil, dass gerade das schilfhaltige Gras sehr, ich sag mal, fest in seiner Struktur ist und da sind so kleine, sehr feine, kristalline Strukturen drin. Das sind sogenannte Silikate. Und diese Silikate sind erstmal dadurch, dass sie eben so eine feste Struktur haben, für den Abrieb des Zahnes mitverantwortlich. Denn der Zahn ist ja der Eingang zum Magen-Darm-Trakt, also zum Verdauungsapparat, und hat damit einen deutlichen Einfluss auf die Struktur des Futters, das da hineinkommt. Also feste, sehr faserhaltige Strukturen zur Abnutzung des Zahnes, Gesunderhaltung des Zahns, aber auch dafür da, um ich sag mal, diesen relativ sehr langen Magen-Darm-Trakt des Pferdes mit entsprechender Masse zu füllen. Allein die Menge, die Füllmenge, die Rohfaser, das sind die Strukturen, die einen wesentlichen Faktor ausmachen, wenn es darum geht, Pferde gesund zu ernähren. Dieses und andere Dinge werde ich mit einbauen und werde dann natürlich auch die Anatomie noch mal so ein klein bisschen mit beleuchten. Also Futter ist das wichtigste Thema und das möchte ich Ihnen auch damit direkt am Anfang mit auf den Weg geben. Nicht viel hilft viel, sondern oft ist es so, dass eben weniger viel hilft. Das heißt also, die Futterration gerade in dieser Jahreszeit, wo eben die Leistung des Pferdes weniger ist, dann auch der Leistung des Pferdes anzupassen, ist das vernünftig. Was sind denn so jetzt die Symptome? Wir wollen ja darüber reden, wie gehe ich damit um, wenn ein Pferd Kolik hat. Das muss ich als erstes natürlich auch erstmal feststellen.
dass ein Pferd Kolik hat, dass das Pferd tatsächlich einen Bauchschmerz hat. Das Thema ist ja, unsere Pferde können nicht sprechen, wir können das Pferd nicht verstehen, wir können uns nicht unterhalten. Wir müssen also auf irgendeine Art und Weise versuchen herauszubekommen, was ist denn nicht in Ordnung mit dem Pferd. Wenn es hochgradige Schmerzen sind, ist es in der Regel relativ einfach. Aber so in beginnendem Stadium, wenn also die Pferde noch nicht wirklich massiv erkrankt sind an dem Thema Kolik, sondern so eher in der Anfangsphase, gilt es eben auch, diese Frühwarnsysteme zu erkennen. Schlechter Appetit bzw. kein Appetit ist, ich sage mal, selbstredend ein Thema, mit dem sich die Kolik eventuell, schon im frühen Zeitpunkt anzeigt. Dann das sogenannte Flehmen, das ist das Aufheben der Oberlippe, das nach oben Strecken des Kopfes, das Hochheben der Oberlippe, das ist also das als Flehmen bezeichnete Art und Weise. Dann ist es häufig so, dass die Pferde sich auch im frühen Stadium schon nach dem Bauch umschauen, eine deutliche Symptomatik, die man auch leicht erkennen kann und auch nachvollziehen kann. Wenn wir dann etwas Übung haben, und das sollte jeder von uns Reiter und Pferdebesitzer durchaus auch mal zwischendrin machen, auch wenn sein Pferd keine Kolik hat, einfach rein mal interessehalber im hinteren Bauchbereich mal das Ohr an die Bauchdecke halten und doch mal hören, was läuft denn da drin ab? Und wird erstaunt sein, wie aktiv und wie gut auch man diese man nennt es Darmmotorik, diese Darmbewegung und dieses Durchtransportieren des Magen-Darm-Inhaltes durch den Darm dann auch hören kann. Also keine Darmgeräusche ist zum Beispiel ein Signal, wo man sagt, das ist an und für sich ungewöhnlich. Zumindest sollte man hier sehr aufmerksam sein. Extrem laute Darmgeräusche sind natürlich dann auch wieder das andere Extrem. Auch das kann eventuell ein Signal für eine Kolik sein. Was bei vielen Pferden sehr häufig auch ein Frühwarnsystem ist, ist, dass die Pferde im Stall stehen, den Kopf hängen lassen und den Bauch hochziehen. Auch das ist etwas, was wir sicherlich aus unserer eigenen Erfahrung ganz gut nachvollziehen können. Wenn wir ein Magenproblem haben, was machen wir? Ziehen im Prinzip den Magen ein, versuchen dadurch den Schmerz irgendwo zu kompensieren. Pferde machen das in gleicher Art und Weise und bei den Pferden kann man das natürlich auch sehr, sehr gut erkennen. Und das, was dann in der fortgeschrittenen Phase stattfindet, ist, die Pferde stehen nicht senkrecht auf ihren Beinen, sondern strecken die Vorderbeine nach vorne, die Hinterbeine nach hinten und stehen dort, man nennt es eine sägebockartige Stellung, wie ein Sägebock. Auch das ist dann eine typische Symptomatik für ein Pferd mit Kolik. Was viele Pferde zeigen, ist, sie versuchen ständig harren zu lassen. Sie haben immer beim Hengst oder Wallach den Schlauch so ein bisschen raushängen. Die Stute stellt sich immer breitbeinig, versucht Harn abzusetzen, funktioniert aber oft nur tröpfchenweise. Auch das zeigt, dass da eventuell Magen-Darm-Trakt in Verbindung dann auch mit Blase und harnableitenden Wegen in irgendeiner Form schmerzhaft ist. Was ganz viel passiert, vor allen Dingen, wenn wir doch deutliche, massivere Kolik haben, dass die Pferde versuchen, auch den Kot, der da zum Beispiel hinter einem Verschluss des Darmes oder einer Verstopfung des Darmes ist, den Kot möglichst intensiv abzusetzen. Häufig, sehr häufig, also in häufigen, kurzen Abständen mit einer relativ kleinen Menge. Das ist also auch etwas, was durchaus in Richtung Kolik gehen kann. Also vorsichtig, wenn sowas passiert. Pferde scharren mit den Hufen, sind unruhig. Das ist natürlich etwas, was offensichtlich dann ist. Und je, dramatischer die Kolik wird, legen sich die Pferde dann hin, versuchen sich eventuell zu wälzen. Aber das, was immer sehr typisch ist, sie legen sich hin, stehen auf, drehen drei Runden in der Box, legen sich wieder hin, stehen wieder auf. Das ist also eine typische Symptomatik, wie wir sie beim Kolikpferd doch sehr, sehr schnell erkennen können oder beziehungsweise sie sich auch sehr schnell entwickelt. Und je nachdem, was die Ursache für die Kolik ist, denn die Kolik ist ja eigentlich nur das Symptom. Kolik sind die Schmerzen, die das Pferd äußert hinsichtlich eines Bauchschmerzes. So, und jetzt kann natürlich der Bauchschmerz ganz viele Ursachen haben. Und wenn wir zum Beispiel als Grund für den Bauchschmerz eine Darmverschlingung haben, dann entwickelt sich sehr schnell ein massiver Schmerz. Die Schmerzkurve steigt sehr, sehr schnell an. Und in dem Moment werden die Pferde nicht nur mit den Hufen scharren und sich mal hinlegen, sondern sie werden unruhig, sie fangen wirklich an, sich
wirklich wild zu wälzen. Wir fangen an, sich hinzuwerfen, nicht nur hinzulegen, sondern richtig hinzuwerfen. Also man realisiert, dort ist Dramatik im Spiel. Das ist dann das, was wir dann in der letzten Phase dieser Kolik-Situation als oder die dramatischste Phase der Kolik dann im Prinzip erkennen können. Es gibt aber auch unspezifische Symptome, mit denen wir gar nicht unbedingt Kolik in Verbindung bringen. Das heißt, es gibt so Pferde, die stehen einfach in der Ecke. Man kennt sein Pferd, man kommt in die Box, man weiß, normal kommt das Pferd freudig an die Boxentür. Das Pferd macht aber nichts anderes, als in der Ecke stehen bleiben, häufig sogar mit dem Kopf in die entgegengesetzte Ecke. Das heißt also, das Pferd nimmt nicht wirklich wahr, wer da kommt und ist auch nicht daran interessiert. So eine allgemeine Unruhe, auch das kann passieren. Man kommt in die Box, das Pferd läuft immer wieder an einem vorbei. Es bleibt nicht bei einem und verweilt bei einem, sondern rennt mal rechts, mal links vorbei oder auch auf der Koppel. Es läuft so immer am Zaun entlang, was sehr untypisch ist für viele Pferde, sondern die kommen dann, wenn man selbst dann auch gerade angefahren kommt, häufig dahin, weil sie wissen, jetzt gibt's ein Leckerli, jetzt wird ein bisschen gestriegelt, jetzt ist ein bisschen Entertainment da. Warum ist denn das Problem gerade im Verdauungsapparat speziell beim Pferd so ein großes und häufiges Thema? Das will ich Ihnen kurz mal so ein bisschen demonstrieren. Ich hatte Ihnen eben schon gesagt, Kolik ist eben ein Bauchschmerz und der Grund für diesen Bauchschmerz, der ist nicht gleich. Das heißt, es gibt durchaus unterschiedliche Organe im Magen-Darm-Trakt, aber natürlich auch in der Bauchhöhle, die dafür verantwortlich sein können. Und die äußern sich natürlich oft auch gleich, weil Bauchschmerz ist Bauchschmerz, egal wo er herkommt. Also insofern von außen ganz schwer zu unterscheiden. Und hier will ich Ihnen aber nur sagen, was kann es denn überhaupt sein? Was für Möglichkeiten haben wir denn, die da eventuell in Frage kommen? Das erste ist, wenn wir jetzt mal am Magen-Darm-Trakt entlang gehen, und ich habe Ihnen gleich nochmal eine Anatomiezeichnung mitgebracht und auch so ein paar Bilder nochmal mitgebracht, wie das da drin aussieht, dann ist es im Endeffekt der erste wesentliche Teil, der problematisch sein kann hinsichtlich Bauchschmerz, ist eine Magenüberladung. Nun haben wir gerade Weihnachten hinter uns. Ich glaube, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass Weihnachten extrem viel zu viel gegessen wird. Und am Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, wird man eingeladen. Und was macht man? Man hat nicht viel zu tun. Man erzählt und isst und isst und isst. Und dann kann es natürlich auch beim Menschen zu einer Magenüberladung kommen. Das ist also eine ähnliche Situation wie beim Pferd, nur dass das Pferd im Verhältnis zum Menschen einen deutlich kleineren Magen hat. Das Pferd ist dafür gar nicht ausgestattet. Wir Menschen sind dafür eher ausgestattet. Wir sind dafür ausgestattet, dass wir einmal eine riesen Mahlzeit zu uns nehmen und dann vielleicht sogar 2 Tage, 3 Tage gar nichts essen. Das ist in der Natur durchaus vorgekommen. Beim Pferd ist es so, dass das Pferd dafür eingerichtet ist, permanent zu essen. Also wirklich 14 bis 16 Stunden sogar, also fast den ganzen Tag. Außer Schlafen und Essen machen viele Pferde gar nichts anderes. Und das ist natürlich dann im Rahmen der Entwicklung des Magen-Darm-Traktes ist es entsprechend auch berücksichtigt worden. Das heißt, der Magen ist klein. Nun haben wir gerade in der Sportpferdefütterung häufig so die Problematik, wie kriege ich Energie in mein Pferd, dass es auch diese Höchstleistungen dann vollbringen kann. Das wird dann mit energiereichem Futter gemacht, wie zum Beispiel Getreide, Fertigfutter, Müsli und so weiter. Und das in Mengen, die das Pferd an für sich gar nicht verdauen und tragen kann. Und dann kommt es natürlich sehr schnell mal zu einer Magenüberladung. Es gibt natürlich auch den Effekt, Pferd bricht nachts aus seiner Box aus, geht in die Futterkammer und frisst sich dann wirklich so voll. Das sind typische, ich sage mal, Probleme in Richtung Magenüberladung. Es kann auch zu einer Verstopfung kommen. Ich zeige Ihnen gleich mal den Darmtrakt des Pferdes, dann werden Sie das gut nachvollziehen können, warum so ein Magen-Darmtrakt auch verstopfen kann. Es kann natürlich auch mal, gerade wenn die Pferde irgendeine Pflanze oder ein Futter aufgenommen haben, auf das sie dann eben reagieren, eine Pflanze, die vielleicht irgendwelche Giftstoffe hat, auch eventuell eine besonders hohe Verunreinigung mit Parasiten, mit Würmern, kann dazu kommen, dass also der Magen, der Darm einen Krampfanfall bekommt. Kann sehr schmerzhaft sein. Im Fortgeschrittenen kann es sein, dass so ein Darm entweder sich verklemmt, verdreht oder auch tatsächlich in sich verschließt, sodass kein Durchgang mehr da ist. Und das heißt also, das Futter, was dann hinterhergeschoben wird, kann nicht mehr abtransportiert werden. Und die Gasbildner, das ist ja die Bakterien, die bei dem Pferd eine Rolle spielen, die produzieren weiter Gas. Der Darm
gast auf und man kann sich vorstellen, dass das schmerzhaft ist. Nieren können natürlich auch entzündet sein. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen weg vom Magen-Darm-Trakt. Auch das spielt eine Rolle. Blase bzw. die Harnstein-Situation ist bei einem Pferd immer mal zu diskutieren. Es gibt auch den einen oder anderen Tumor beim Pferd, sicher seltener, aber trotz alledem, es gibt es. Pferde haben natürlich eine deutlich kürzere Halbwertszeit, also im Prinzip eine Lebenszeit, die deutlich kürzer ist als der Mensch. Die Tumorentwicklung braucht häufig relativ lange, sodass es beim Pferd doch eher weniger der Fall ist als beim Menschen, aber es kommt deutlich vor. Ich werde Ihnen gleich etwas zeigen, was in die Richtung geht. Leber oder Milz ist genau wie beim Menschen, sind das Organe, die hoch beansprucht sind und auch viel Raum fordern, durchaus auch in die Erkrankung mit einbezogen werden könnten. Dann zum Beispiel die Parasiten, das ist also nochmal der Fremdeffekt im Darm, der da dort stattfinden kann, aber auch Parasiten, die außerhalb des Darmes, also in der Bauchhöhle irgendwo sind, die sich durch die Darmwand zum Beispiel hindurchgearbeitet haben. Gewisse Larvenstadien können innerhalb der Bauchhöhle zu Magenschmerz führen. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, dass die Anatomie und Physiologie beim Pferd ein bisschen anders ist als beim Menschen. Auch das spielt eine Rolle. Wichtigste ist das Verhältnis Magen zu Darmlänge oder Magen-Darmlänge zu Körperlänge, sagen wir mal so. Das heißt, der Magen-Darm-Trakt des Pferdes ist etwa 12-mal so lang wie die Länge des Körpers. Wenn wir das jetzt auf den Menschen übertragen, wir haben ein Magen-Darm-Körperlängenverhältnis von 1:6. Das heißt also, der Magen-Darm-Trakt im Verhältnis zu unserer Körperlänge ist nur in Anführungsstrichen 6-mal so lang, beim Pferd 12-mal so lang, also doch ein erhebliches Maß. Dadurch muss natürlich der Darm, der ja nun wie gesagt 12-mal länger ist als der Körper und das Ganze noch zusammengeballt in einer Bauchhöhle, sich häufig hin und her winden, um überhaupt diese Länge unterbringen zu können. Und das beinhaltet natürlich etliche Engstellen, vor allen Dingen in diesen Umkehrpunkten am Ende der Bauchhöhle. Moment. Dann haben wir natürlich die Pflanzenfresser haben einen Blinddarm, nicht wie bei uns so ein kleines Blinddarmfortsätzchen, sondern einen riesengroßen Blinddarm. Sie sehen das gleich nochmal im Bild, ich habe Ihnen das mitgebracht. Da ist also Dickdarm, Blinddarm sind also riesengroß und sind auch als Gärkammer, speziell der Blinddarm als Gärkammer ausgelegt. Das heißt, Futter wird dort sozusagen in einen blinden Darmteil hineingeschoben, wird dort entsprechend vergoren mit Hilfe auch von Bakterien und das, ich sag mal, vorverdaute Substrat wird dann wieder in den Dickdarm weitergeschoben. Ganz wichtig ist, dadurch, dass wir so einen langen Darm haben, brauchen wir viel Menge, Rohfaser aber auch, die einfach dazu genutzt wird, dass der Darm immer wieder stimuliert wird zu arbeiten und dann den Futteranteil oder den Darminhalt von vorne nach hinten immer weiter zu transportieren. Das muss ja irgendwo bewegt werden, da muss ja irgendeine aktive Bewegung stattfinden und die wird vom Darm aus gesteuert. Futterzerkleinung durch die Zähne ist wichtig. Wenn wir dort zu lange und zu faserige Stufen reinkriegen, ist die Verdaulichkeit natürlich schlecht, kann auch zu Kolik führen. Die Durchblutung beim Magen-Darm-Trakt, auch das sehen Sie gleich auf den Bildern, ist ein wesentlicher Faktor. Wenn der Durchblutungsfaktor sinkt, zum Beispiel bei Stress des Pferdes, dann wird im Prinzip Stress heißt, der Körper versucht irgendwelche Fluchtinstinkte vielleicht umzusetzen. Das ist ja ein echter Stress beim Pferd, positiver Stress, aber es ist Stress. Und der Körper sagt, jetzt wird nicht mehr verdaut, jetzt wird geflohen, jetzt müssen wir Muskulatur in Gang setzen und zieht aus dem Magen-Darm-Trakt das Blut weg und gibt es in die Muskulatur hinein, sodass wir also durchaus im Einzelfall Unterversorgung des Magen-Darm-Traktes haben können. Und dann darf man nicht vergessen, wie gesagt, wir haben hier beteiligte Strukturen, beteiligte Lebewesen, die dafür verantwortlich sind, dass das Pferd überhaupt verdauen kann und Strukturen zersetzen kann, sodass es im Endeffekt auch diese kleineren Bausteine aufnehmen kann und diese wirklich auch verstoffwechseln kann. Und diese Bakterien müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander im Magen-Darm-Trakt vorliegen. Wenn dieses vernünftige Verhältnis, zum Beispiel durch extreme Antibiotikagaben oder durch starke Parasitenbefälle, eventuell tatsächlich verrutscht, kann es sein, dass also hier auch eine, ich sag mal, Falschbesiedlung von Bakterien zu einer Kolik führen kann. Ich hatte Ihnen versprochen, ich bringe Ihnen mal so ein bisschen was mit, damit Sie so ein bisschen sich das auch vorstellen können.
Ich habe hier mal den Magen-Darm-Trakt des Pferdes und Sie haben jetzt gleich hier so ein paar Pfeile, damit Sie sehen können, wo geht es denn hier eigentlich los. Das hier ist der erste Pfeil rechts im Bild in diese hellblaue Struktur. Die hellblaue Struktur ist der Magen. Sie sehen, der Magen ist im Verhältnis mäßig klein. Es ist kein Speicherorgan wie bei uns, sondern das ist im Prinzip wirklich nur so ein erstes Auffangen von Futter aus der Maulhöhle, was dort im Prinzip dann aber auch relativ schnell weiter transportiert wird in den sogenannten Zwölffingerdarm. Auch den kennen wir, der Zwölffingerdarm, den gibt es beim Menschen genauso wie beim Pferd. Ein relativ kurzer Dünndarmanteil, der sich direkt an den Magen anschließt. Gehen wir jetzt weiter, gehen wir aus dem sogenannten Zwölffingerdarm. Zwölffinger heißt der Darm übrigens deswegen, weil er beim Menschen etwa so lang ist wie 12 Finger. So, dass wir also das im Prinzip rein, ich sag mal, einfach deskriptiv mal so übernommen haben. Beim Pferd sind diese 12 Finger natürlich keine 12 Finger, ein bisschen länger, aber er heißt trotzdem allgemein immer, wie gesagt, der 12-Finger-Darm. Wir kommen dann vom dem relativ kurzen 12-Finger-Darm in den sehr, sehr, sehr langen Leerdarm. Dieser Leerdarm ist ein Darmteil, ein Dünndarmanteil, der sich über durch eine, ich sag mal, relativ lang durch die Bauchhöhle schlängelt, weil eben auch sehr lang. Sie sehen das im Verhältnis hier. Dieser Teil übernimmt etwa ein Drittel der Gesamtlänge oder ja, etwa ein Drittel der Gesamtlänge und endet dann im Bereich des Blinddarms. Dieser riesengroße, grüne, hellgrüne Teil ist der Blinddarm. Blinddarm deswegen, Sie sehen, dieses gelbe Anteil, dieser Leerdarm, endet in einen kurzen, ich sag mal, Endbereich dieses Leerdarms und ist dann plötzlich, endet in einer großen Höhle. Und diese große Höhle ist dann tatsächlich dieser Blinddarm. Das heißt, das Futter, was da rein transportiert wird, versackt einfach in diese große, in diesen großen blinden Sack. Und dort wird es im Endeffekt ein bisschen angedaut, weiter verdaut und irgendwann kontrahiert dieser große Sack und was passiert? Aus diesem großen grünen Sack wird diese Masse an Futter dann in den Dickdarm weiter transportiert. So, jetzt können Sie sich vorstellen, dass diese Vorgänge alleine bis hier schon eine ganze Menge Gefahrenzonen bilden. Einmal der Übergang aus dem kleinen Magen in den Darm. Sie sehen, das ist so ein bisschen mit einer gebogenen Struktur. Dann dieser kurze Zwölffingerdarm. Dann haben wir aber diesen ganz langen, sehr geschlängelten und dünnen, schmalen, vom Durchmesser nicht sehr aufwendigen Darm, in dem sich natürlich schnell auch mal was verstopfen kann. Das Ganze endet in eine riesige Höhle. Diese Höhle kann nur dann funktionieren, wenn sie sich zwischendrin immer mal wieder zusammenzieht und den Darminhalt, also den Darminhalt aus diesem Blinddarm weiter transportiert in den Dickdarm. Das heißt, der gesamte Blinddarm kontrahiert, zieht sich zusammen und schubst dadurch dieses Futter in den Dickdarm. Auch das ist natürlich nicht so ganz unkompliziert und bei Störungen natürlich auch sehr anfällig. So, und aus diesem dunkelgrünen Dickdarm, der ja dann auch eine ganz schöne Länge hat, geht es dann irgendwann in den sogenannten Enddarm oder Mastdarm nachher. Das ist das letzte Stück und Sie sehen schon, der ist so ein bisschen gewellt. An dieser Stelle findet also eine, ich sag mal, Rückresorption des Wassers statt. Jetzt wird aus dem Magen-Darm-Inhalt, also diesem Darminhalt, der jetzt durch den Dickdarm geschoben wurde, wird jetzt die Flüssigkeit rausgezogen und das, was nachher rauskommt, sind ja relativ trockene Pferdeäpfel. Und das ist das, was jetzt in dem letzten Teil passiert. Hier kommt es zu einer Eindickung, damit im Endeffekt zu einer Formung der Äpfel. Das ist deswegen so, weil der Körper natürlich das Wasser benötigt. Und Wasser einfach nur auszuscheiden, würde natürlich in der Natur ein Problem sein, weil dann bräuchte das Pferd unheimlich viel Wasser, was es wieder aufnehmen müsste. Und über dieses Rückresorbieren von Flüssigkeit aus dem Magen-Darm-Inhalt kommt es wieder zu einer Rückgewinnung von Wasser für den Stoffwechsel des Pferdes. So, jetzt habe ich Ihnen mal so ein paar Bilder mitgebracht. Der eine oder andere wird sagen, Igittigitt sieht ja furchtbar aus. In dem Moment, wenn Sie sagen, Sie sind so ein bisschen zart beseitet, dann machen Sie mal für so ein paar Minuten die Augen zu. Ansonsten, die es interessiert, denke ich, werden da sicherlich auch einen Spaß dran haben. Das hier ist zum Beispiel jetzt ein Dünndarm. Sie sehen, der Dünndarm, klar, deswegen Dünndarm, weil er eben sehr dünn ist, ist aber aufgehängt. Das ist diese,
diese Darmschlingen hängen jetzt einfach nicht oder liegen nicht einfach nur planlos in der Bauchhöhle, sondern sie haben ein Gekröse, so nennen wir das. Und dieses Gekröse ist nichts anderes als eine so eine bandartige, ganz dünne Verbindungsstruktur, Aufhängestruktur, sieht aus wie so ein Vorhang, wie so eine durchwachsene Gardine, die im oberen Teil der Bauchhöhle, oben sozusagen an der Decke der Bauchhöhle festgemacht ist und den Darm sozusagen in einer gewissen Position stabilisiert. Das ist ganz wichtig. Und Sie können sich vorstellen, diese kleinen Blutgefäße, die Sie hier sehen, die innerhalb dieser Gardine verlaufen, laufen dann ja in Richtung Darm. Wenn so ein Gefäß vielleicht mal schlechter durchblutet ist oder so eine Thrombose, wir kennen ja alle das Thema Thrombose vom Bein, von wenn man da irgendwie mal ein Durchblutungsproblem hat oder von anderen Körperteilen, das ist natürlich das, was eventuell tatsächlich auch für eine Kolik verantwortlich sein kann. Dieses Pferd, das ich Ihnen hier zeige, hat einen Fremdkörper in dem Magen-Darm-Trakt. Kommt beim Pferd ganz, ganz selten vor. Aber hier können Sie sehen, ist ein auf der rechten Seite so ein Stückchen Draht. Der hat sich hier auch durch den Darm durchgebohrt. Das war der Grund, warum dieses Pferd natürlich massiv Kolik-Symptome hatte. Und das haben wir hier bei der entsprechenden OP dann entfernt. Und das Ganze sieht natürlich beim Dickdarm noch ein bisschen anders aus. Sie sehen, was das für eine riesige Masse ist. Dieser Dickdarm vor allen Dingen, weil er ja dann aufgebläht ist durch diese Gasbildner, also die Bakterien, die auch Gase bilden. Und diese Gasbildner führen dazu, dass das Ganze natürlich ein irrsinniges Volumen auf sich nimmt. Und Dickdarm und Blinddarm zusammen sehen dann irgendwo so aus wie das hier. Also im Grunde genommen ein irrsinniges aufgeblasen ist, so in einzelne Portionen strukturiertes Gebilde, das hier natürlich auch extrem voluminös aussieht. Es gibt so ein paar Geschichten, auch der ein oder andere hat schon mal davon gehört, dass ein Pferd, vor allen Dingen die älteren Pferde und vor allen Dingen die sehr, sagen wir mal, fett gefütterten Pferde haben da eine gewisse, Prävalenz oder eine Vorproblematik damit, dass eventuell das ein oder andere Fettgeschwulst sich im Magen-Darm-Trakt entwickelt. Und Sie sehen, mit welch einer langen Verbindungsschnur diese Fettgeschwulste mit dem sonstigen Magen-Darm-Trakt in Verbindung stehen. Es kann durchaus passieren, dass bei besonderen Bewegungen, auch des Eigenbewegung des Darmes, sich diese langen Verbindungsstrukturen zu diesem kleinen Fettgeschwulst, was hier rechts im Bild ist, dann auf dem grünen auf der grünen Abdeckung von dem OP-Tisch liegt, dass das sich um den Darm wickelt und dadurch einen Darm abstranguliert, also tatsächlich abdrückt. Und das muss man dann natürlich während des OPs entfernen. Das ist genau das, was wir hier gerade machen. So, meine Damen und Herren, die jetzt gerade weggeguckt haben, Sie können wieder gucken. Es ist jetzt alles Blutige ist vorbei für die, die so ein bisschen zart beseitet sind. Aber ich denke, der ein oder andere findet das mal ganz interessant, einfach mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Was ist denn da eigentlich in diesem Magen-Darm-Trakt drin? Wo entsteht denn diese Kolik und wie sehen die Strukturen einfach mal aus? Einmal so ein bisschen haptisch überprüfen, dass man so ein bisschen einfach mal eine Idee bekommt. Jetzt ist die Situation, wir haben das Thema Kolik, glaube ich, ganz gut besprochen und wissen auch, was es für Symptome passieren kann, wo es entsteht, welche Gründe dafür sind. Und jetzt müssen wir das natürlich wieder von der anderen Seite irgendwo ein bisschen eruieren und sagen, okay, wir haben jetzt so ein paar Symptome erkannt. Wir wissen auch so ein bisschen, dass ein Pferd mit Bauchschmerz sich so und so äußert. Nur, wie kann ich es an einem Pferd ablesen? Da gibt es mittlerweile doch auch eine ganze Menge ganz gute Ideen dazu. Und ich will mal mit den Basisideen anfangen oder mit den Basisfaktoren anfangen. Das sind die theoretischen Grundlagen, die man einfach im Verdachtsfalle einfach mal messen sollte. Zum einen die Pulsfrequenz. Das ist also im Prinzip der Puls, den man am Unterkieferast misst oder gegebenenfalls auch. Das kann man natürlich, wenn man ein Stethoskop hat, direkt das Herz abhören, dann kann man auch die Frequenz des Herzens direkt messen, 32 bis 44 Herzschläge oder Pulsschläge pro Minute soll es sein. Dann die Atmung des Pferdes, die ein relativ guter Wert ist, denn 12 bis 16 Atemschläge pro Minute ist ja eine sehr langsame Frequenz, da kann man auch schnell realisieren, wenn es schneller wird. Das, was beim Pferd allerdings schneller reagiert als die Atmung, ist der Puls. Also
Puls ist aussagekräftiger. Wenn Sie jetzt ein Pferd mit Schmerz haben und der Schmerz steigt, dann werden wir sehr schnell ein Ansteigen des Pulses haben. Also ein sehr, sehr guter Messindikator für den Schmerz ist der Puls. Und in vielen Fällen steigt auch die Temperatur. Allerdings ist das kein wirklich zuverlässiger Parameter im Bereich der Kolik. Wir nennen das die sogenannten PAT-Werte. Das hatte ich Ihnen an anderer Stelle aber schon sehr viel ausführlicher erklärt. Wie äußert das Pferd jetzt den Schmerz? Es kann nun mal nicht im menschlichen Sinne kommunizieren, das wissen wir. Es äußert sich auch nicht mit Lauten, wie zum Beispiel der Hund oder die Katze, sondern die Schmerzäußerung ist hier tatsächlich A, eventuell indirekt über den Puls oder das Verhalten, die Haltung und natürlich die Mimik. Die Mimik ist etwas, was beim Pferd mittlerweile doch schon so ein bisschen erforscht ist. Und bei der Mimik gibt es die ein oder andere, ich sag mal, Situation, die möchte ich Ihnen auch gleich mal zeigen, wie man sagen kann, diesem Pferd geht's nicht gut. Das muss noch gar nicht hochgradig schmerzhaft sein, aber wir haben zumindest schon mal einen ganz guten Indikator. Und ich habe Ihnen einfach mal für die, die es interessiert, hier unten drunter ein paar schon wissenschaftlich erarbeitete Messsysteme mal aufgelistet. Diese 5 Messsysteme beschäftigen sich mit der Mimik des Pferdes in Bezug auf Schmerz. Ich sage mal, in verschiedensten Zusammenhängen, im Wesentlichen natürlich auch mit Kolik, weil das ja häufig auch ein Thema ist, bei der Schmerz eben auch wirklich möglichst früh erkannt werden sollte, damit es für das Pferd natürlich angenehm ist, aber man natürlich auch schnell reagieren kann, früh reagieren kann und dann vielleicht auch dem Pferd viele Schmerzen ersparen kann. So, wo entsteht Schmerz? Es gibt im Prinzip 2 große Bereiche. Einmal an der Oberfläche, Haut zum Beispiel, Bewegungsapparat, so das sind so die Strukturen, alles das, was man sehen kann. Das nennt man den somatischen Schmerz. Das ist häufig relativ einfach, weil wenn Sie sich irgendwo anschlagen, tut es an der Stelle, wo Sie sich angeschlagen haben, weh. Das geht dem Pferd genauso. Wenn irgendwo das Bein weh tut, ist das Pferd lahm. Auch klar, keine Frage. Auch leicht zu definieren. Bei Kolik ist es schwieriger. Es ist ein Weichteilschmerz. Wir nennen es viszeraler Schmerz. Und da ist eben auch Einteilung des Schmerzgrades für uns Menschen Beobachtung zum Pferd ganz schwer und die Lokalisation ebenfalls. Wir haben eben gesagt, in der Bauchhöhle gibt es ganze Menge Geschichten, die wir da als Schmerzverursacher haben können. Ich hatte vorhin nicht alle genannt, aber die meisten. Also wie gesagt, Magen, Darm, natürlich bei der Stute die Eierstöcke, beim Hengst auch mal ein eingeklemmter Hoden zum Beispiel, Leber und Niere, das sind so die wesentlichen Dinge. Dazu kommt natürlich auch noch Blase und so weiter, das hatte ich aber vorhin schon erzählt. Wie fühlt sich mein Pferd? Wenn Sie dieses Pferd anschauen, ist es natürlich eine Karikatur. Dann sagen Sie, ach, der fühlt sich gut, ist aber nicht gut gelaunt. Ja, dem ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen, würden wir sagen. Das erkennen wir. Das erkennen wir deswegen, weil wir schon ein gewisses Muster vor Augen haben. Und dieses Muster gibt es natürlich aber auch im Bereich der Schmerzlokalisation, im Bereich des vor allen Dingen des Pferdekopfes. Das signalisiert den Schmerz am besten, denn am Kopf sieht man die sogenannte Mimik. Und die Mimik ist das, was im Prinzip auch für das Pferd eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Und da geht es los bei den Ohren, über die Muskelanspannungen oberhalb des Auges, über den Lidspalt, der sich durchaus durch eine Verengung als ein Schmerzsymbol oder eine Schmerzsymptomatik zeigen kann. Die angespannten, geweiteten Nüstern, dadurch wird es das Profil etwas flacher. Dann eine sehr markant herausstehende Muskelpartie seitlich an den Backen, nenne ich es mal einfach, des Pferdes. Und ganz wichtig, der zusammengepresste, so ein bisschen spitz herausgeformte Maul sind zum Beispiel Symptome. Ich habe Ihnen da auch so ein Beispiel mal mitgebracht. Einfach ganz links, achten Sie mal auf das Auge. Links also ganz ein ordentliches, gesundes Tier mit sehr aufmerksamem Ausdruck. In der Mitte so ein bisschen, ich sage mal, eingeschränkte Lebhaftigkeit, muss jetzt nicht unbedingt gleich ein Schmerz sein. Und wenn man das jetzt ganz rechts sieht, dann sehen Sie, das Pferd hat das Auge so ein bisschen geschlossen. Es ist so ein bisschen in sich gekehrt. Das ist eines, ist nicht das alleinige, es ist eines der Signale, die das Pferd aussendet, zu sagen, mir geht's nicht gut. Und wenn wir das an den Ohren, die ja nun auch sehr symptomatisch sind, versuchen abzulesen, einfach mal, um Ihnen eine gewisse Idee zu geben, wie man da rangeht, dann ist links das Ohr eines Pferdes, dem es gut geht. In der Mitte,
Das kann auch mal ein Pferd sein, das einfach nicht aufmerksam ist, so ein bisschen schläfrig in der Box ist. Aber wenn so alles drumherum, ich sag mal, lebhaft ist und so weiter und so ein Pferd steht so in der Box, wäre das zumindest in Verbindung mit anderen Symptomen durchaus als einen beginnenden Schmerzsymptomatik zu differenzieren. Und auf dem rechten Bild sehen Sie dann auch so ein bisschen zurückgezogenes, gedrehtes Ohr in Verbindung natürlich auch hier mit Auge und dem Maul. Das müssen wir gleich nochmal herausarbeiten. Dann die Kaumuskulatur ganz links, ganz entspannte Kaumuskulatur. In der Mitte so ein bisschen Anspannung und ich glaube, man sieht es hier ganz schön. Auf der rechten Seite sehen Sie das, was auf der linken Seite so ein bisschen verstrichen ist, nenne ich es mal, sehr dezidiert. Das heißt, jede von diesen Strukturen können Sie sehr gut und definiert sehen. Das ist immer so ein bisschen ein Thema, wo man sagt, na, das zeigt schon doch eine gewisse Schmerzsymptomatik hier. Es ist also doch sehr deutlich. Und das Letzte, was ich Ihnen jetzt eben heute mitbringen möchte, ist die Nüsternform. Auch die, Sie sehen nüstern links ganz locker, rechts so ein bisschen, ich sag mal, abgeflacht. Und in der ganz rechten, die, ich sag mal, nicht mehr wirklich eine und deutlich definierte Nüster, sondern die Nüster ist einfach so ein glatter Durchgang. Also einfach eine relativ eingezogene, dadurch aber nicht mehr so, ich sag mal, der Form des Kopfes entsprechende Situation der Nüsternpartie. Alles so ein bisschen natürlich, wo man sagt, das muss man bei seinem eigenen Pferd sich mal anschauen, wie ist der Normalzustand? Denn wenn man den Normalzustand hat, dann kann man auch die Abweichung viel besser beurteilen. Was mache ich zum Vorbeugen? Ganz klar, bevor ich irgendwas versuche zu therapieren, versuche ich es natürlich möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Da müssen wir natürlich gucken, eben das Futter wichtig, dann langsam ans Futter gewöhnen, Futtermengen anpassen, jetzt in der Jahreszeit runter mit dem Futter, weniger füttern. Regelmäßig ist wichtig, die Grundmenge ist wichtig, die Energie muss möglichst runterkommen. Man sollte trotzdem sehen, dass man mindestens dreimal am Tag Futter gibt, damit die, sagen wir, Futterzeiten oder die Zeiten, in der kein Futter da ist, möglichst nicht zu lang sind. Dann solche Dinge wie erhitzten Pferden nicht ein eiskaltes Wasser vor die Nase halten, denn wir haben vorhin gesehen, der Magen-Darm oder der Magen ist ganz klein, kommt da plötzlich so ein Schwall eiskaltes Wasser rein, dann ist es eher dramatischer als bei Menschen. Das kann zu einem Schocksyndrom führen, damit auch zu Kolik. Die Zähne sollte man kontrollieren. Das junge Gras im Frühjahr ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Giftpflanzen sind auch Dinge, die durchaus da problematisch sein können. Und natürlich das frische Brot, das man gerade vom Bäcker sozusagen als von gestern abgelaufenes Brot bekommt, das sollte man nicht unbedingt gleich in dem frischen Maß dem Pferd füttern. Und denken Sie bitte an die regelmäßige Entwurmung. Auch darüber habe ich da schon ein ausführliches Webinar gehalten. Also das ist etwas, was sicherlich ein wichtiger Part im Pferdemanagement, in der Prophylaxemaßnahme für die Kolik ist. Nun will ich natürlich zu dem eigentlichen Thema nochmal ganz kurz kommen. Ich denke, das Wichtigste war überhaupt mal zu erkennen, was ist denn los? Ist das Pferd überhaupt Kolik problematisch im Moment und ist da eine Kolik im Anzug oder ist sie schon da? Das ist das Erste. Je früher Sie es erkennen, desto schneller können wir reagieren, desto besser können wir reagieren, desto mehr können wir auch ein weiteres Fortschreiten eventuell aufhalten. Aber natürlich, wenn es soweit ist, muss man auch entsprechend reagieren und das sind die Dinge, die ich Ihnen jetzt gerne noch mal so ein bisschen mitbringen möchte. Wir haben ja gesagt, dass diese Unruhe, wie man sie auch differenziert, das Scharren mit dem Moven ist oder Hinlegen oder das Laufen in der Box oder, ist ein Symptom und da müssen wir uns das Symptom beim Pferd ruhig mal so ein klein bisschen angucken. Was will das Pferd? Pferde reagieren ja noch sehr, sehr natürlich. Wenn ein Pferd wirklich in der Box, ich sag mal, permanent am Drehen und am Laufen ist, dann wäre das hier eine gute Maßnahme, dieses Pferd aus der Box zu nehmen und mit diesem Pferd spazieren zu gehen. Also schauen Sie sich Ihr Pferd an, gucken Sie, was Ihr Pferd von sich aus anbietet. Es gibt ja durchaus auch die Pferde, die nicht laufen, sondern sich hinlegen. Das kann genauso eine Kolik sein, aber ein Pferd, was wirklich ruhig liegt, würde ich jetzt nicht zwanghaft auftreiben und sagen, du musst jetzt laufen, sondern ein Pferd, was ruhig liegt, dürfen Sie auch ruhig liegen lassen. Das macht Sinn, so dass man also durchaus eine, ich sag mal, situationsabhängige
erste Hilfe hier leisten sollte. Und die hängt davon ab, wie Sie Ihr Pferd oder wie Sie Ihr Pferd im Prinzip auch analysieren. Es geht alles immer so ein bisschen über diesen Weg. Grundsätzlich ist das Warmhalten wichtig, nur nicht nur jetzt im Winter, sondern auch im Sommer. Ist es so, dass wenn nicht gerade brütende Hitze ist, sondern durchschnittliche Temperatur ist, wir mit dem Wärmflasche-Effekt beim Pferd ähnlich gute Effekte haben wie beim Menschen. Das heißt, eine warme Decke über den Rücken, so dass es natürlich den Bauch mit einbindet, macht Sinn. Dadurch haben wir natürlich eine gute Zirkulation. Wir haben diese Wärme als einen entsprechenden Entspannungsfaktor. Also gerade bei spastischen Koliken macht das Sinn. Und wir haben dadurch natürlich auch eher eine Regulation innerhalb der Bauchhöhle. Wenn wir jetzt auch den Eindruck bekommen und haben, dass wir bei dem Pferd wirklich fast keine Motorik mehr hören. Ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn man immer mal so das Ohr an seinen Bauch eines Pferdes hält, dass man mal so eine Idee kriegt, auch beim gesunden Pferd. Wie ist denn eigentlich hier, wie hört sich das an, wie ist es bei meinem individuellen Pferd? Ist da viel, ist da wenig? Das ist von Pferd zu Pferd auch ein bisschen unterschiedlich. Und dann kann es sein, dass man das Ohr dran hält und sagt, Mensch, ich höre überhaupt nichts mehr. Das ist gar nichts zu hören. Die Pferde sind dann schlapp, die legen sich hin. Und das sind die Pferde, die zum Beispiel dann auch sich hinlegen und gar nicht mehr aufstehen wollen, sondern ganz ruhig liegen bleiben, die kann man dann gegebenenfalls mal auftreiben und dann an der Flanke, das ist im Prinzip der Bereich vor dem Hinterbein, wenn wir so die Mittelhand des Pferdes uns angucken, bevor es in die Hinterhand übergeht, die Bereich nennen wir Flanke. Und in dieser Flanke, da kann man rechts und links, man kann sich mit Hilfe eines Frottetuches zum Beispiel, oder eines Heuwisches, Heu einfach in die Hand nehmen und einmal so zusammenknicken, dass es ein fester, relativ grober, fester Wisch wird, dann wirklich rechts und links an dieser Flankenseite das Pferd rauf und runter massieren, mit so ruhig ein bisschen Gegendruck. Und Sie werden realisieren, es ist wirklich eine ganz spannende Sache, die Sie sehr leicht auch überprüfen können, wenn Sie dann nach 10 Minuten oder nach 7 Minuten, das ist also reicht meistens schon, das Ohr an diese Stelle halten, dann werden Sie hören, dass dort eine extrem deutliche Motorik stattfindet. Das muss jetzt bei der Kolik nicht spontan sein, aber Sie, auch hier wieder versuchen Sie es mal bei Ihrem gesunden Pferd, diese Stelle mal richtig schön zu massieren, vorher hören, hinterher hören und Sie werden einen deutlichen Unterschied merken. Das ist also etwas, was so im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen ist, früher aber bei der Kavallerie zum Beispiel durchaus eine sehr, sehr häufige erste Hilfe war mit sehr guten Effekten. Die sollten wir uns durchaus erinnern, denn da können wir wirklich sehr erstklassige erste Hilfe machen mit guten Effekten für die, ich sage mal, schnelle Reorganisation des Magen-Darm-Traktes. Wenn das Pferd jetzt tatsächlich schon weiter schmerzhaft ist und versucht sich dann zum Beispiel mit Ihnen, wenn Sie in der Halle und laufen mit dem Pferd, es versucht sich hinzulegen, versuchen Sie nicht, Ihr Pferd zu stützen und es sich nicht hinlegen zu lassen. Das wird nicht funktionieren. Im Gegenteil, sie bringen sich selbst in Gefahr. Wenn Pferde wirklich sehr schmerzhaft sind, dann reagieren die nicht mehr auf den Menschen in der Form, wie sie es kennen, sodass sie dadurch durchaus in einer Situation kommen können, wo es schwierig wird. Und sie werden ihr Pferd nicht daran hindern, dass es hinfällt oder dass es hinwirft. Meistens ist es ja nicht so, dass es hinfällt, weil es schwach ist, sondern weil es sich hinwirft, weil es Schmerzen hat. Und das heißt also, sie müssen in diesem Fall gucken, dass sie dann möglichst das Pferd am Kopf behalten, damit sie es weiter dirigieren können, wenn es sich dann hingelegt hat, wälzt sich wie auch immer. Sie können da auch daran nicht so unbedingt was verhindern. Und es ist auch nicht so, dass jedes Wälzen eine Problematik ist, die also im Prinzip zu weiteren schwerwiegenden Folgen bei der Kolik führt, sondern in Einzelfällen kann sogar das Wälzen dem Pferd helfen und diese spontane Rückdrehung aus irgendwelchen verlagerten Darmteilen dadurch entstehen. Also es ist nicht so, dass ich sage, wälzen darf sich das Pferd nicht. Das wäre also eine vollkommen falsche Interpretation. Wenn Sie sagen, ich möchte so ein bisschen eine Erste-Hilfe-Maßnahme bei mir in meinem Schrank haben, dann würde ich Ihnen zum Beispiel Nux Vomica empfehlen. Nux Vomica ist die Brechwurz, gibt es für die Humanmedizin im Humanbereich auch, gibt es aber in der Apotheke oder auch beim Tierarzt sicherlich sehr einfach zu bekommen. Und Sie können in so einer akuten Phase keinen Fehler machen, wenn Sie dem Pferd hier in Abständen von 15 bis 30 Minuten jeweils immer 30 Tropfen von dieser Nux Vomica Verdünnung geben. Nux Vomica D6 ist jetzt so etwas, ist ein Homöopathikum,
Ich bin jetzt nicht der ganz große Kenner der Homöopathie. Ich habe da nur Erfahrungswerte speziell mit dieser Formulierung. Und die funktioniert sehr gut. Und in vielen Fällen tatsächlich ist es so, dass man, wenn man nach 10 Minuten, 20, 30 Minuten als Tierarzt da zu dieser Kolik gerufen wird, die Kolik sich dann eventuell sogar schon stabilisiert hat. Also Nux Vomica würde ich Ihnen als erste Hilfe Einrichtung sicher empfehlen. Sind Sie vorsichtig mit allen ätherischen Ölen, alkoholischen Konzentrationen? Es gibt immer noch der ein oder andere, der sagt, ich habe immer den Magenbitter vom Opa, den habe ich immer noch im Schrank, und dann kriegt er so eine halbe Flasche von dem Magenbitter ins Maul. Das ist also nicht unbedingt immer ganz zielführend, weil gerade beim Einflößen von Magenbitter, Pferde mögen den genauso wenig wahrscheinlich wie ich, die schlucken den nicht selbst runter, sondern den muss man irgendwie einflößen. Und wenn sie das ins Maul tun und den Kopf hochhalten und die Pferde wehren sich dagegen, kann dieser Magenbitter auch durchaus in die falsche Röhre, nämlich in die Luftröhre kommen. Auch das ist schon passiert. Ansonsten sind diese alkoholischen Verschüttelungen, die es da alle möglichen gibt, mit Vorsicht zu genießen, denn im Falle einer Verstopfung mag das funktionieren, aber wenn Sie sowieso schon eine Verlagerung, Verkrampfung, was auch immer haben und Sie stimulieren das Ganze jetzt noch mit einer entsprechenden abführenden Medikation, dann wird dieser Schmerz eher größer, denn die mechanische Blockade, die können Sie oft damit überhaupt nicht beeinflussen. Natürlich nicht füttern, Wasser ist gut, Fütter nicht. Wasser zur freien Aufnahme, wenn das Pferd säuft, ist immer ein gutes Zeichen. Pferde, die auch das Wasser aufnehmen, einstellen, das ist etwas, was bei der Kolik natürlich passiert, aber für uns jetzt als Symptom sicherlich nicht als günstig zu bewerten ist. In jedem Fall den Tierarzt rufen, und was braucht ja oft ein bisschen, bis er kommt. Und ich weiß, wie schwierig die Zeit ist, je nachdem wie schnell. Und dann Kolik ist meistens dann, wenn es Nacht ist, Wochenende, kein Tierarzt greifbar, und Sie sollen sich und müssen sich in dieser Zwischenzeit helfen, dann sollten Sie irgendwo gucken, wie geht das, und ich denke, mit so ein paar Maßnahmen können Sie damit ganz gut zurechtkommen. Wenn Sie das Ganze nochmal zurück überlegen, was wir hier heute alles besprochen haben, wie gesagt, Anatomie, dann die Situation des Schmerzes, die Schmerzerkennung, Früherkennung des Schmerzes, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, und dann die richtige Reaktion auf diese Früherkennung. Ich denke, dann können Sie in vielen Fällen auch gute Vorleistung, bevor der Tierarzt kommt, leisten, oder sogar Ihr Pferd ohne den Tierarzt wieder zum gesunden Situation zurückführen. Wichtig sind natürlich auch die Rufnummern. Klar, ich sollte natürlich die Nummer vom Tierarzt haben. Und da gibt es sicherlich auch mehrere Tierärzte in Ihrer Ecke oder zumindest einen zentralen Notdienstruf, der sollte da stehen, denn der ist wichtig, den brauchen Sie in der Situation. Und wenn man aufgeregt ist, hat man den nicht im Kopf, sondern den muss man dann parat haben, der muss irgendwo stehen. Gilt natürlich genauso für den Arzt, den Schmied und natürlich auch für die Polizei. Ein wichtiges Thema ist die Vergiftungszentrale. Manchmal gibt es so die Situation, dass Pferde offensichtlich irgendetwas gefressen haben auf der Koppel. Sie können es nicht einschätzen. Was ist denn das überhaupt? Was ist das für eine Pflanze? Kann die giftig sein? Wenn sie giftig ist, wie heißt das Gift? Wenn Sie wissen, was das für ein Gift sein könnte, wie sind die Situationen, die Reaktionen darauf? Worauf muss ich jetzt achten, wenn das Pferd tatsächlich die und die Symptomatik zeigt? Und wie schnell muss ich reagieren? Ist es dann was Dramatisches? Ist es was, was schnell von alleine wieder weggeht? Diese Dinge, da hilft Ihnen die Vergiftungszentrale erstklassig. Also würde ich Ihnen immer wieder empfehlen, da die Nummer der Vergiftungszentrale, meist der Universitäten in der Region oder größerer, ich sag mal, medizinischer Einrichtungen sonst. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich weiß, dass ich heute so ein bisschen Zwischenthema hier reingegrätscht bin, aber Sie mögen mir das verzeihen, weil, wie gesagt, die technischen Voraussetzungen bei der FN ein bisschen gehakt haben. Ich finde das nicht ganz so schlimm. Wir machen das ja in 14 Tagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass Sie dabei waren. Hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und werde natürlich gerne jetzt nochmal die ein oder andere Frage beantworten. Ich gehe mal ganz an Anfang, damit ich nichts übersehe. Es freut mich immer, dass so viele Pferdefreunde aus der ganzen Bundesrepublik, Österreich, Schweiz und so weiter immer dabei sind. Das zeigt ja doch, dass also doch das Interesse sehr hoch ist. Und ich kriege auch ganz viele Anfragen. Ich muss sagen, im Moment war das relativ einfach, weil ich auch wenig auf irgendwelche
Bildung gereist bin, wo ich da irgendwie referiert habe oder Veranstaltungen, weil das blieb ja alles im Hause jetzt. Ich denke, dass ich im Sommer vielleicht nicht ganz so intensiv reagieren kann. Ich möge das schon mal, will das schon mal als eine Art Entschuldigung jetzt hier vorbringen. Ich schalte mich mal wieder groß. Holstein, Hamburg, Saarland, alles da. Ich hoffe, Ihnen geht es allen gut und Sie sind alle ich sage mal, Corona-frei natürlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. So. Ja, ganz gute Frage, Janine Spiegele. Was sagt die Statistik? Chancen bei einer Kolik-OP? Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was da operiert wird. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. A, wie früh kommen Sie an den Kolikfall? Wie schnell liegt er auf dem Tisch? Und was finden Sie da drin? Ist dort eventuell eine Verdrehung und man dreht sie zurück und macht den Bauch wieder zu und das Ganze funktioniert, dann ist das natürlich eine glückliche Fügung und man ist meistens doch mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsrate verbunden. Das ist gar keine Frage. Ist das Ganze so weit, dass sich der Darm zum Beispiel so stark verdreht hat, dass der Darm eben nicht mehr lebend ist, sondern schon abgestorben, was relativ schnell geht. Das kann passieren innerhalb schon von 4 bis 6 Stunden nach diesem Einklemmungsprozess. Dann ist natürlich die Prognose nicht so gut wie beim Rückverlagern, sondern dann muss ja ein Stückchen Darm herausgeschnitten werden und eine sogenannte End-zu-End-Anastomose gemacht werden. Also das eine Ende mit dem anderen Ende, da wo abgeschnitten wurde zwischendrin, dann miteinander wieder verbunden werden. Das ist immer etwas schwieriger. Das ist aber, denke ich, eine nachvollziehbare Schwierigkeit. Und den Darm jetzt wieder in eine funktionierende, gleichmäßig funktionierende Einheit zu überführen, ist sehr schwer. Deshalb ist nicht nur der Kolik-OP, sondern auch die Nachsorge nach dem OP so ein ganz wichtiger Teil. Also operieren ist die eine Sache, die Nachsorge, das also zu begleiten, dass der Darm wieder in seiner Funktion wieder anspringt und diese Situation ausgleicht und abheilt natürlich, das ist die zweite. Und dazwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns und wir haben sicherlich heute eine extrem hohe Erfolgsrate, weil mittlerweile natürlich auch da viele Erfahrungswerte eingeflossen sind. Das ist so, vor 30, 40 Jahren, da waren nur ein paar Chirurgen in der Lage, überhaupt Kolik zu operieren und hatten dort auch im Prinzip immer noch ein relativ eingeschränktes Spektrum an Erfahrung. Das ist heute anders. Heute sind viele Kolikchirurgen da. Die entsprechenden Kolikchirurgiezentren sind relativ nah beieinander, sodass die Distanzen etwas geringer sind, sodass wir also auch durchaus mehr Pferde natürlich operieren, als wir es vor noch 30 Jahren gemacht haben. Aber ich denke, jedes Pferd, was in seinen Vitalparametern, also in seinem Kreislauf und in seiner sonstigen Symptomatik, wie zum Beispiel Bauchhöhlenpunktat, wie gesagt, Herz-Kreislauf hatte ich schon gesagt, Symptomatik, Verlauf der Erkrankung und so weiter, eine vernünftige Situation bildet, hat eine extrem hohe Chance, auch wirklich davon zu kommen. Wenn Sie natürlich ein Pferd haben, was schon liegend auf dem Hänger, auf dem Hof, in der Klinik anrollt, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, sind die Chancen nicht so gut. Aber im Einzelfall wundert man sich trotzdem, dass solche Pferde auch überleben können. Also statistisch Chance funktioniert nicht, ist so ein bisschen zu differenzieren. Aber ich würde jetzt mal eher aus dem Bauch heraus, weil die Statistiken schwanken doch relativ stark, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass eine erfolgreiche und eine Wiederkehr zum normalen Leben, normalen Sport, normaler Reitbarkeit und normaler, ich sag mal, Lebensqualität doch mit Sicherheit deutlich über 70% liegen. Also, Claudio Botha sagt, also wälzen lassen. Ja, im Einzelfall wälzen lassen. Wenn Sie also ein Pferd haben, was sich hinwirft und dann tatsächlich sich wälzen will, werden Sie A, es nicht wirklich daran hindern können und Sie sollten es auch nicht versuchen. Das gibt nur unheimlich viel Unruhe, das sowieso gestresste Pferd wird noch mehr gestresst, hat im Prinzip nachher nicht wirklich den Effekt. Ich würde das Pferd wälzen lassen, ich würde es nicht zum Wälzen animieren, aber ich würde es, wenn es eben diesen Schmerz äußert und diesen Wälzdrang hat, es wälzen lassen. In vielen Fällen hat das Wälzen tatsächlich auch geholfen.
Ich will immer sagen, was übrigens noch ganz gut hilft, das ist jetzt überhaupt nicht wissenschaftlich belegt. Das ist so ein bisschen, jetzt spricht so ein bisschen der Pferdemann, der seit 50 Jahren mit Pferden sich beschäftigt und auch ganz, glaube ich, eine ganze Menge Erfahrungswerte hat, was immer mal wieder funktioniert. Mittelgradige Symptome hat, wenn man so ein Pferd auf den Hänger verlädt und einmal um die vier Blöcke fährt. Warum? Dieses Hängerverladen macht eine Stimulation des Stoffwechsels, dieses Ausgleichen lenkt so ein bisschen ab von dem Schmerz, es entspannt tatsächlich Magen-Darm-Trakt, die Pferde bekommen tatsächlich häufig durch diesen Stimulus eine Normalisierung der Situation. Nicht bei einer Verdrehung und auch nicht bei einer irgendeiner massiven Verstopfung, aber im Einzelfall in der beginnenden Kolik hat es tatsächlich immer wieder erstaunliche Werte. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, es gibt durchaus viele Pferde, die im Stall deutliche Symptomatik zeigen. Der Haustierarzt sagt, Mensch, du musst in die Klinik. Die Pferde werden verladen, kommen in der Klinik an, lächeln einen an und sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Also von daher ist das vollkommen unwissenschaftlich, aber trotzdem von den Erfahrungswerten her so, dass das tatsächlich im Einzelfall hilft. Gibt den ein oder anderen, ich sag mal, Reitlehrer oder Profi oder Pferdemann, der das tatsächlich auch routinemäßig macht. Kolik, einmal einladen, kommen wir fahren einmal um das Dorf, einmal halbe Stadtteil und dann fahren wir wieder in den Stall und gucken mal, was übrig ist, wie das aussieht von der Symptomatik. Und ganz oft ist es eben dann so, dass den Pferden gut geht. Pferde, wenn sie verladen werden, wir haben so eine gewisse Erregung, dass sie auch äppeln, das wissen wir alle. Und auch dieses Äppeln und so weiter, das in Gange bringen des Magen-Darm-Traktes über die besondere Situation hilft manchmal. Claudia Botho und bei Globuli, Nux Vomica, wie viel Kügelchen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Kügelchen noch nie gearbeitet. Ich nehme immer nur diese Dilution, also diese Lösung, die ja sehr gut funktioniert. 30 Tropfen, ich könnte mir vorstellen, dass das Synonym zu den 30 Tropfen irgendwo auch bei diesen 15 bis 30 Kügelchen liegt. Ich würde mich da einfach mit demjenigen kurzschließen, der das ihnen angeboten hat und auch verkauft. In der Regel ein Tierarzt, der das nutzt oder auch der Apotheker. Ich persönlich, wie gesagt, habe da eher Erfahrung mit den Tropfen. Colosan, gute Frage. Colosan gehört in die Gruppe dieser, ich sage mal, alkoholischen, ne, Medikamente, die ich vorhin gesagt habe. Ist ja ein eher ätherisches Öl, was da verabreicht wird. Riecht ja sehr intensiv. Das kann man sicherlich geben in dem Moment, wenn Sie so zum Beispiel eine Verstopfung vermuten, eine Magenüberladung vielleicht haben, irgendwie so ein bisschen sagen, Mensch, der hat sich einmal vollgefressen, dann funktioniert das. Ich würde Colosan nicht geben, wenn wir einen stark spastisches Pferd haben, was so spastische Krämpfe kriegt, so richtig, dann macht eher Colosan im Einzelfall dann doch ein bisschen Verstärkung dieses Krampfes. Also da muss man so ein bisschen auf die Symptomatik achten. Ich würde nicht Colosan pauschal nehmen, das wäre verkehrt. Bei einem ruhigen Pferd, was da ruhig liegt und im Endeffekt tatsächlich sagt, Mensch, ich habe so ein bisschen Bauchkneifen, aber mir geht es auch nicht so richtig gut, aber nicht richtig klassisch tobt, dann geht das. Aber bei dem sich wirklich wälzenden und hinwerfenden Pferd würde ich kein Colosan geben. Wie kann ich Kolik, Reh oder Kreuzverschlag unterscheiden, wenn man irgendwas anders reagieren muss? Bei Kreuzverschlag darf das Pferd ja nicht mehr laufen. Ich will Ihnen was sagen, die können Sie gut unterscheiden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also, wenn Sie auch da wieder Ihr Pferd sich angucken. Sie können in dem Moment, wenn Sie das Verhalten des Pferdes beobachten, sehr viel herauslesen. Ein Kreuzverschlagpferd wird sich nicht von alleine vorwärts bewegen. Der wird stehen bleiben, weil der weiß, beziehungsweise der Instinkt eben so ist, stehen bleiben ist die richtige Richtung. Ein Pferd mit Kolik, der sich hinlegt, ist ein Pferd, was sich natürlich auch nicht vorwärts bewegt, aber der legt sich hin, das macht ein Kreuzverschlagpferd auch nicht. Also insofern, Sie können schon alleine an dem, was das Pferd an Symptomen äußert, relativ schnell differenzieren, Kreuzverschlag oder auch Kolik. Und jetzt haben Sie hier noch die Rehe mit reingebracht. Rehe ist ja etwas, was fast immer nur in den Vorderbeinen ist, ganz selten mal hinten. Und da haben Sie sehr typisch diese reheartige Stellung. Das ist nicht die Sägebockstellung. Bei der Sägebockstellung stehen die Vorderbeine nach vorne, die Hinterbeine nach hinten, Kolik.
Bei Rehe stehen die Hinterbeine unter dem Gewicht, weil nämlich das Pferd versucht, sehr, sehr intensiv die Last vom Vorderbein wegzunehmen. Also man nennt es eine sogenannte hundesitzige Stellung. Ja? Also untergeschobene, etwas eingesunkene Hinterhand, eine entlastete Vorderhand. Also insofern auch da sage ich, ist die beste Diagnostik nicht das Hinrennen und panisch gucken, was machen wir jetzt mit dem Pferd, sondern nehmen Sie sich die Zeit, auch wenn es Ihnen manchmal schwerfällt, gucken Sie Ihr Pferd wirklich mal eine Minute an. Und Sie werden alleine aufgrund der Eigenreaktion des Pferdes sehr schnell in die Richtung kommen, was hat das Pferd. Also da denke ich, wenn Sie sich an diese Symptomatik, die ich Ihnen vorhin aufgeschrieben habe, halten, sind Sie ziemlich sicher im Bereich der Kolik. Das ist doch relativ einfach. Wann sollte man in die Klinik fahren? Gibt es Indikatoren, bei denen man sofort fahren sollte? Pferd wirft sich hin, ist natürlich schon, also wirklich diese Pferde, die also gar nicht mehr sich händeln lassen, bei denen man merkt, die treten völlig ab, die sind so voller Schmerz, die können überhaupt nicht reagieren. Da ist natürlich die Gefahr noch relativ hoch, dass da was Dramatisches passiert und da sind sie wirklich im Zugzwang, das ist ein Notfall, der muss in die Klinik, das muss im Endeffekt möglichst schnell überprüft und eventuell operiert werden. Nur, ich würde immer gucken, je nachdem, wie weit der Transport ist, dass der Haustierarzt zu Hause so ein Pferd auf jeden Fall versorgt, so gut es geht. Das heißt, zumindest mal die Sonde geschoben hat, sodass der Druck aus dem Magen, den das Pferd ja zum Beispiel nicht wie wir einfach durch Erbrechen rausbringen kann, dass der zumindest überprüft wurde und so ein Druck im Magen vielleicht dann schon mal über die Sonde entlastet wird oder entladen wird. Das sind so Dinge, die man vor Ort doch sicherlich in der ersten Hilfe, was natürlich der Haustierarzt machen müsste und dann auch ein deutliches Schmerzmittel geben, damit wir also dem das Pferd nicht unnötigen Schmerz zumuten. Wenn aber dann der Tierarzt zum Beispiel sagt, Mensch, ich kann nicht oder Sie sind so weit entlegen und der nächste Tierarzt kommt in 3 Stunden oder in 4, dann laden Sie auch und fahren Sie in die Klinik, häufig der schnellste Weg. Und da kriegen Sie dann im Prinzip auch die bestmögliche Versorgung. Also insofern von der Situation so ein bisschen abhängig, wie schnell ist der Haustierarzt, wie hoch ist die Symptomatik, im Zweifelsfall einladen und fahren. Sehr, sehr liebe Grüße, hier sehe ich gerade Grüße aus Sevilla, das ist natürlich auch immer ganz schön. Ich hoffe, den Namen kann ich nicht aussprechen, Corazon, dass Corazon auch Deutsch versteht. Ich gebe mir Mühe mit meinem Deutsch, aber Spanisch kriege ich gar nicht hin. Englisch wäre auch noch okay, aber das ist, glaube ich, nicht unsere Zielgruppe jetzt hier. Monika Kupp fragt, Sie sagten einfach, grobes Heu, Schilfheu sei gut. Wie ist das mit sehr stark strukturiertem Müsli? Circa 4 bis 8 cm langes Heu, Luzernefasern drin. Sind die gefährlich, dass sie wegen sich genügend gekaut, abgeschluckt werden und sich im Darm aufstauen? Nein, also das kann man nicht so sagen. Das Müsli, das also 4 bis 8 cm ist ja schon auch eine relative Länge. Die Pferde kauen das in der Regel auch sehr gut. Das ist einfach auch strukturiert, zumal ja das Müsli in aller Regel schon fermentiert ist. Das heißt also eine Art Vorverdauung da ist. Dass es da also zu einer Verklumpung im Magen kommt, sehe ich nicht. Karin Golz fragt, Pferd Wallach 27 hat akut eine Phlegmone am Hinterbein, ein Elefantenbein, Elefantiasis, ja, mag nicht laufen. Und steht daher seit 4 Tagen in der Box, Stoffwechselkreislauf unten, Ergebnis Schlauchtasche extrem geschwollen. Wie groß ist jetzt die Gefahr einer Kolik? Ich sage Ihnen, der ist 27 Jahre alt geworden. Ich hoffe, er war bis jetzt ganz fit. Dann ist die Gefahr einer Kolik natürlich etwas erhöht, weil eben fehlende Bewegung. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, das Pferd kriegt sicher Kolik. Das würde ich nicht sagen. Also ich bin immer erstaunt, wie stabil diese alten Pferde sind. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie vital die sind. Klar ist so ein Rückschritt, nur stehen in der Box für so ein Pferd, für kein Pferd ideal. In diesem Fall könnten Sie aber Folgendes machen, einfach um Sie den Stoffwechsel oder den Kreislauf wieder so ein bisschen zu stimulieren. Nehmen Sie Ihr Pferd und gehen Sie ruhig mal raus, nehmen Sie mal einen festen Wasserstrahl. Es geht jetzt gar nicht darum, kalt, warm, wie auch immer. Ein fester Wasserstrahl und massieren Sie rauf und runter mal die Beine des Pferdes. Dann würden Sie diesen Stoffwechsel, der ja, oder der Kreislauf, der ja nun wirklich gerade im Beinbereich schwierig ist, weil
Das Herz sitzt ja weiter oben, die Beine sind lang und der tiefste Punkt ist sehr, sehr weit weg vom Herzen, dass wir also dort wieder die Zirkulation in Gange bekommen. Das wäre meine erste Idee zu dem Thema. Und die zweite Idee zu dem Thema wäre, dass Sie tatsächlich mal, und wenn Sie nur sagen, es ist ein Erfahrungswert, mal versuchen, diese Strohwisch- oder Frotte-Handtuch-Massage im Bereich der Flanken zu machen. Da können Sie tatsächlich auch, ohne dass das Pferd sich bewegt, die Darmmotorik durch die sogenannten korrespondierenden Hautflächen, also diese Hautflächen da hinten, haben eine kurze Verbindung zu den Darmteilen, die da drunter liegen, sodass Sie da automatisch zu einer Verbesserung der Motorik kommen. Wenn Sie das ein-, zweimal am Tag machen, haben Sie zwei Effekte. Dem Pferd geht es besser, Sie haben sich auch mit Ihrem Pferd beschäftigt und für Sie ist es auch ein gewisser Sport. Wenn Sie schon nicht reiten können, dann können Sie aber damit wirklich auch, werden Sie merken, dass nach 10 Minuten haben Sie schon ganz schönes Kneifen an den Oberarm. Carmen Heindl fragt, Nux Vomica Globuli, welche Potenz, Anzahl Kügelchen, in welchem zeitlichen Abstand gibt man idealerweise? Also wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Ich habe diese Nux Vomica Erfahrung mit Nux Vomica mit dieser Tinktur, also nicht mit den Globuli. Ich kann Ihnen jetzt nicht 100% die Kügelchenzeit sagen, aber ich würde bei einer akuten Situation, Pferd hat wirklich im Moment so dieses typische Kolikgehabe, wie wir es besprochen haben, dann würde ich diese 30 Tropfen oder das Synonym in Kügelchen dazu im Abstand von 15 bis 30 Minuten, je nach Deutlichkeit der Symptomatik, ein paar Mal hintereinander wiederholen, bis sich die Symptomatik optimiert hat. Ich meine, wenn sich die Symptomatik sowieso verschlechtert unter der Gabe von Nux Vomica, dann sollten Sie auf jeden Fall den Tierarzt holen. Aber wenn Sie jetzt sagen, okay, mit Nux Vomica habe ich das schon ein paar Mal hingekriegt. Es gibt ja so Pferde, die sind so ein bisschen wetterfühlig, auch im Fellwechsel so ein bisschen empfindlich. Da kann man diesen Pferden in der akuten Phase sehr schön helfen. Und zwar, wie gesagt, Abstand irgendwo in dem Bereich 15 bis 30 Minuten. Jeweils 30 Tropfen oder der vergleichbare Wert in Kügelchen. Tine Müller sagt, Kolik-OP beim Pferd, Ü20 Chancen. Ich sage eindeutig ja. Wir sind heute so gut in der, vor allen Dingen in der Narkose. Das ist ja ein Thema der Narkose häufig auch. Wir sind so gut in der Narkose, dass wir also durchaus eine realistische Chance auch beim Ü20-Pferd haben. Also das ist nicht nur jetzt so aus der hohlen Hand, das sind auch Ergebnisse, die wir in unserer Klinik hier haben und wissen, dass wir also durchaus mit diesen älteren Pferden immer wieder auch erstaunlich gute Ergebnisse produzieren. Angela Bauer sagt, welches Futter ist gut für ein Pferd, das oft gebläht ist, ja, und beim Reiten viel Luft verliert? Eventuell auch als Vorbeugung, keine Kolik zu bekommen. Erstklassige Frage, vielen Dank. Diese Gasbildner, hatte ich Ihnen vorhin gesagt, das sind ja Bakterien, die im Darmtrakt sind und die helfen, das Futter so zu zerkleinern und aufzubereiten, dass der Körper des Pferdes es auch tatsächlich aufnehmen kann und verwerten kann. Es kann durchaus passieren, dass diese Gasbildner in einem verhältnismäßig hohen Anteil im Magen-Darm-Trakt drin sind. Das ist das, was Sie jetzt hier im Moment haben. Und da gibt es durchaus die Möglichkeit, das einmal zu analysieren. Soweit sind wir heute doch routinemäßig auch, sodass man so eine Analyse tatsächlich auch bei so einem Pferd mal empfehlen würde. Einfach um mal rauszubekommen, wie ist die tatsächliche Zusammensetzung der Bakterienkultur im Darm. Geht über eine Kotprobe. Die Kotprobe wird genommen, daraus kann man schon eine ganze Menge erlesen. Und daraus kann man dann auch sehr gezielt auch eine entsprechende Therapie ableiten. Das heißt, man würde dann die Bakterien zugeben, die einfach vielleicht dort in einer geringeren Menge als gewünscht sind. Und man würde versuchen, über diese Anzüchtung der, ich sage mal, für uns nützlichen Bakterien, die eben möglichst nicht diese Gasbildner sind, dann diesen Ausgleich zu schaffen. Also das wäre so für mich der vernünftigste Ansatz, mit dieser Geschichte hier umzugehen. Können Witterungsveränderungen Kolik auslösen? Wir wissen, ja. Es gibt durchaus Tage, da denken wir, gibt es denn überhaupt noch mal ein Pferd ohne Kolik? Da rappelt das Telefon, da steht die ganze Bude voll mit Kolikpferden. Und es gibt Zeiten, da steht ein Koliker zur Überwachung und ist überhaupt nichts los. Also insofern, diese Schwankungen, die wir immer wieder auch erkennen, hängen durchaus auch mit Witterungseffekten zusammen.
nicht nur wahrscheinlich, aber doch sehr. Das heißt also, es gibt immer mal so, ich sag mal, Tiefdruckgebiete, feuchtes Tiefdruck, warmes, feuchtes Wetter oder irgendwie massiver Wetterwechsel von einer Kaltfront in die Warmfront und so weiter, die einen offensichtlich irgendeinen Einfluss auf den Kreislaufsituation des Pferdes haben. Und das Erfolgsorgan bei einer Kreislaufproblematik ist beim Menschen das Herz und beim Pferd der Magen-Darm-Trakt, weil dort eben sehr viel Blut gebraucht wird, die Stoffwechselsituation eine hohe Rolle spielt. Wie gesagt, der Mensch ist sehr herzempfindlich, das Pferd ist dann das Erfolgsorgan der Magen-Darm-Trakt. Zur Prophylaxe von Sandkoliken besser Flohschalen oder ganzen Flohsamen. Man hört, liest überall andere Sätze, auch was Menge und Einweichprozedere und Dauer angeht. Ja, ich glaube, das ist ja mittlerweile schon fast eine Religion. Grundsätzlich würde ich Flohsamen nehmen und ich würde auch da nicht die Riesenmenge nehmen. Das heißt also im Prinzip nur die, normalerweise angegebene Menge. Ich sage deswegen das so ein bisschen vorsichtig, weil manchmal sind auch andere Stoffe dazugemischt, sodass die Menge natürlich größer ist, aber der Anteil an Flohsamen natürlich nur die Hälfte oder ein Drittel ist. Aus dem Grunde schauen Sie sich an, was dort angeboten wird und nehmen Sie von dieser angebotenen Menge aber wirklich nicht permanent die Höchstmenge, sondern ich würde es über 3 Tage geben und würde dann auf die Hälfte reduzieren. Hat sich bewährt, ist nicht wissenschaftlich abgesichert, aber ist ein reiner Erfahrungswert. Birgit Egger sagt, das mit dem Hängerfahren hatten wir auch schon. Nach dem Verladen war alles wieder gut. Vielen Dank und so weiter. Ich denke, dass das Verladen tatsächlich, manche lachen drüber und sagen, sag mal, spinnst du, bist Tierarzt und sagst, du sollst die soll man verladen. Das ist ja auch nicht als Ersatz für den Tierarzt gedacht, sondern es ist nur gedacht dafür, dass sie in dem Moment, wenn sie also so ein Pferd haben und wissen es vielleicht auch, gibt ja Pferde, die sind empfindlich, dass diese Pferde immer mal zum Beispiel so einer Verstopfung neigen und sie merken es relativ früh. Und wenn sie so ein Pferd einladen und fahren mit dem mal um die 4 Ecken und das Pferd kriegt dadurch eine Stimulation seiner Magen-Darm-Funktion, dann haben sie ja häufig auch tatsächlich eine gute erste Hilfe geleistet, sodass es vielleicht gar nicht erst zu so massiveren Problemen kommt. So, der Tierarzt spritzt in der Regel Novalgin und Buscopan. Machen Tropfen zur Not Sinn? Ja, also ich sage mal, der Tierarzt spritzt auch Novalgin und Buscopan, aber das hängt so ein bisschen davon ab, was da drin passiert. Also sonst wäre es ja einfach, sonst könnte man ja sagen, komm, hier hast du eine Flasche Buscopan und gib die immer. Das ist nicht ganz so, denn es hängt schon so ein bisschen davon ab, wie die Situation im Magen-Darm-Trakt ist und davon hängt auch ab, was ich gebe. Also es gibt eine ganze Menge, es gibt eine ganze Palette von Medikamenten, die an unterschiedlichen Stellen ansetzen, die auch unterschiedliche Effekte zeigen. Also ich würde es nicht so verallgemeinern und ich würde schon gar nicht irgendwelche Buscopan-Zäpfchen nehmen, die man dann beim Pferd reinschiebt, die bringen ihn unterm Strich nicht wirklich einen Effekt. Das Pferd auch eindecken, wenn es schon schwitzt, zwecks Auskühlung, ja. Wenn es, ich sag mal, da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht die dicke, warme Winterdecke noch auf das schwitzende Pferd packt, aber wir haben sogenannte Abschwitzdecken. Das sind wunderbare Materialien, die die Feuchtigkeit nach außen transportieren und genau das, was Sie hier beschreiben, den Auskühleffekt versuchen zu verhindern. Also ja, beim Schwitzen, Abschwitzdecke macht Sinn. Vorsicht, Tropfen bestehen aus alkoholischer Lösung, gebe ich Ihnen recht, ja, nur der Alkohol ist wirklich bei den 30 Tropfen zu vernachlässigen. Also da können Sie drauf tatsächlich, also das wäre jetzt nicht für mich das Argument, auch wenn das eine alkoholische Lösung ist. Der Anteil an Alkohol, den Sie über diese 30 Tropfen reingeben, das ist im Prinzip nichts, was tatsächlich einen biologischen Effekt in irgendeiner Größenordnung auslösen würde. Ich wusste gar nicht, dass das Thema so interessant ist. Okay, aber das freut mich natürlich. Wie erkenne ich eine Hengstkolik? Da muss ja schnellstens operiert werden. Also Hengstkolik gibt es natürlich in der Form nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie meinen, dass also hier eine Dünndarmschlinge in den Hodensack herabgerutscht ist. Das wäre zum Beispiel natürlich nur beim Hengst möglich. Dann muss schnell operiert werden, das ist richtig, aber Sie erkennen das relativ einfach. Greifen Sie Ihrem Hengst doch mal in der Situation an den Hoden und Sie werden merken, da an der Seite, wo sich dieser Dünndarm, die Dünndarmschlinge einklemmt, ist das Pferd höchst schmerzhaft. Also
ein Griff reicht. Das heißt also, das ist schon etwas, was als Verdachtsdiagnose von Ihnen schon relativ schnell gecheckt werden kann. Und das ist natürlich eine gute Hilfestellung, wenn der Tierarzt in den Stall kommt und Sie haben diese Dinge schon abgecheckt, Hengst tatsächlich mal diese Hoden palpiert, dann ist das schon eine gute Hilfestellung. Ja. Mhm. Bei meinem Pferd sind die Zähne blank, er bekommt Heukops, kolikanfällig dadurch. Klar, ist ein bisschen erhöhte Kolikanfälligkeit, aber das ist nun mal das Schicksal der Pferde. Die Pferde in der Natur sterben deswegen, weil sie keine Zähne mehr haben, die verhungern. Das ist der häufigste Tod bei Wildpferden. Das ist einfach, die Zähne des Pferdes werden abgenutzt und über eine gewisse Zeit abgenutzt und irgendwann ist der Zahn verbraucht. Und wenn Sie ein altes Pferd haben, der Zahn ist eben verbraucht, dann kann das Pferd eben diese normale, strukturierte Nahrung wie Heu oder gerade grobfaseriges Heu überhaupt nicht mehr kauen. Und die Heukops sind ein ideales Mittel, das im Prinzip zu ersetzen, weil sie eine gewisse Struktur haben, die sie nicht mehr kauen müssen, sondern durch das Draufbeißen diese, ich sag mal, größeren Heukops dann auch zerbrechen, aber dann natürlich in einer gewissen vordefinierten Form in den Magen-Darm-Trakt kommen. Sie können Ihrem Pferd nichts Besseres tun. Ich denke, dass die Heukops in dem Fall, wenn die Zähne eben nicht mehr so richtig vorhanden sind, die ideale Lösung ist, um das Pferd vernünftig auch zu ernähren. Die Kolikanfälligkeit ergibt sich jetzt nicht durch die Heukopffütterung, sondern ergibt sich dadurch, dass das Pferd eben nicht mehr in der Lage ist, andere Strukturen in genügender Menge aufzunehmen. Aber ich denke, damit muss man leben, weil wir können die Zähne nun mal nicht ersetzen. Und die Heukops sind für mich die beste Lösung für ein Problem dieser Größenordnung. Nux Vomica, Annette Kaiser fragt nochmal, ich würde die D6 empfehlen. D6, die Lotion 30 Tropfen, Abstand 15 bis 30 Minuten. So, Pferd bei Beginn der Kolikanzeichen führen. Ich denke, darauf bin ich eingegangen. Nach der Kolik immer eine längere Fresspause einlegen oder ist das individuell? Das ist sehr individuell. Wenn ich ein Pferd habe, oder ich wiederhole die Frage, nach einer Kolik fressen, ja, nein. Wenn ich ein Pferd habe, was eine massive Verstopfung hat, würde ich das Pferd langsam anfüttern, um die Magen-Darm-Motorik zu unterstützen, aber natürlich nicht auf einmal eine große Menge füttern, dass es gleich wieder zu einer Verstopfung kommt. Habe ich ein Pferd mit einer spastischen Kolik und das Pferd hat sich reorganisiert relativ schnell, würde ich relativ sogar zügig zu einem, sagen wir mal, zumindest einem Mittelmaß der Fütterung zurückkommen. Also es hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Kolik habe ich? Habe ich eine Magenüberladung, die ich vielleicht sogar freispülen musste? Dann würde ich das Pferd erstmal ein bisschen hungern lassen, bis tatsächlich dieser, ich sage mal, Anteil, der da aus dem Magen weiter transportiert wurde in den Magen-Darm-Trakt nachher dann auch wirklich wegtransportiert werden kann. Also das ist schon sehr individuell und das sollte man dann in dem Moment vielleicht auch dann mit dem behandelnden Tierarzt klären. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe doch alle Antworten gegeben, die hier standen. Ich freue mich über so viele Antworten. Hatten wir ja ganz selten, dass doch so rege diskutiert wurde. Ich hoffe, so ein paar, ich sage mal, Tipps gegeben zu haben, mit denen Sie auch was anfangen können. Ich denke schon. Und hoffe natürlich, dass Ihre Pferde möglichst keine Kolik bekommen. Das ist an und für sich das Ziel meines Vortrags, dass man sagt, Mensch, wie kann ich denn tatsächlich das so ein bisschen verhindern? Oder wenn, dann eine Frühdiagnostik machen, indem ich sehe, komm, ich sehe ganz früh, meinem Pferd geht's nicht gut. Was mache ich? Kann ich eventuell schnell mit irgendwelchen kleinen Hilfsmaßnahmen das optimieren? Ansonsten wünsche ich Ihnen, bleiben Sie und Ihr Pferd gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in 14 Tagen. Impfung beim Pferd. Bei der FN, beziehungsweise Sie können da natürlich gerne mit hinein. Danke Ihnen.